Taxi 7676. Ein guter Ruf für alle Fälle. Ja, meine Damen und Herren, eine Woche später als sonst, weil wir haben ja immer am ersten Wochenende angefangen. Wir fangen jetzt am zweiten Wochenende an, aber wieder drei Wochenenden, weil es ein vielfacher Wunsch war. Weil es geht jetzt bis 22. einen Tag durchschnaufen und dann ist heiliger Abend. Dann brauchen wir nicht so lange warten, bis endlich die Geschenke ausgepackt werden. Genau, wir gehen hier es weg und genau so einmal schlafen und dann gibt es Geschenke. Und ich freue mich sehr, dass es so viele Menschen hier sind, die so viele Menschen hierher gefunden haben. Dieses Jahr, vielleicht ein paar Zahlen für Sie von Interesse, wir werden 100 Aussteller haben an den drei Wochenenden. 100 Aussteller, die Ihnen Waren präsentieren werden, Kunsthandwerk, aber eben auch was zu trinken und zu essen, das gehört zum Weihnachtsmarkt dazu. Und zwar ganz tolle Sachen hier, wenn ich mal rumgucke. Man braucht nur ein paar Schritte gehen und schon kriegt man die tollsten Sachen hier. Aber an der Stelle muss man mal Dank sagen. Dank an dieses Team, an dieses Vierer gespannt, dass wir für Sie alle diesen Weihnachtsmarkt jetzt zum dritten Mal in diesem neuen Gewand auf die Beine stellen. Und würde ich doch mal sehr, sehr gerne hochgehen. Wo sind Sie denn? Gib mir die Gelegenheit, mich so zu freuen und den Menschen zu sagen, es ist wieder toll geworden. Herzlichen Dank an Sie vier. Ich glaube, das hat echt einen Applaus verdient. Weihnachten ist eine Zeit, die Welt mit Augen der Liebe zu betrachten. Es ist eine Zeit der dankbaren Besinnung an all das Gute, welches vergangenes Jahr uns gebracht hat. Es ist eine Zeit, dankbar für die Liebe zu sein, die der Himmel uns gebracht hat. Ja, da bleibt nur noch ein Satz, es ist genug geschwätzt, wie wir so schön sagen bei uns. Damit ist der dritte durchschnittliche Weihnachtsmarkt eröffnet. Viel Vergnügen Ihnen allen. Thank you.
ich jetzt höre. Gott ist immer bei uns, hier und überall. Darum lasst uns loben unseren Herrn im Stall. Ich bin Cornelius aus Schwetzing, 11 Jahre alt und ich wünsche allen ein frohes Fest. Aufdruck: Werbeflächen für Ihre Ideen. In der Ederer Passage in Schwetzingen.